Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video aus meiner Wunschstube. Heute eine Hommage an alle, die im Ruhestand sind. Und ja, ich lege einfach mal gleich los. Dätschmer, kommst du in den Ruhestand, erwartet dich so allerhand. Wenn du glaubst, du hättest Ruhe, kommt täglich immer mehr dazu. Kaum fühlst du dich als freier Mann, dann fängt es mit dem Dätschmer an, denn jede Frau hat längst kapiert, der Vati gern zur Stadt marschiert. Dätschmer nit wird zur Parole, Dätschmer Brot beim Bäcker hole, ja, als neuer Ruheständler trimmt man dich zum Einkaufspendler. Gehst du dann so durch die Gassen, siehst Männer du mit Netz und Taschen, fällt dir zum Trost der Umstand ein. Das müssen Leidgenossen sein. Besuchst den Wochenmarkt, wo mancher Einkaufswagen parkt, entdeckst du bald mit keiner Blick den sogenannten Dätschmer-Typ. Du schleichst ihm nach und findest raus, da schnüffelt erst den Marktstand aus, wo er noch auf raffinierte Weise drücken kann die Einkaufspreise. Kommst du dann heim zu deiner Frau, dann weiß ich eines ganz genau, die Dätschmerei fängt wieder an. Dann sagt die Frau: Mein lieber Mann, Dätschmer nit de Müll ausleere, Dätschmer de Hausflur kehre, Dätschmer nit des Kreuz einreibe, Dätschmer d Katz vom Fenster treibe, Dätschmer nit de Teig schnell rühre, Dätschmer nit de Dackel Gassi führe. Dätscht und dätscht, so heißt es täglich, manchmal wird es unerträglich. Ja, da kannst du halt nix mache. Ein Dätschmer, der hat nix zum Lache. So ist nun mal die Wirklichkeit. Ein Ruheständler hat nie Zeit. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Aus meinem lustigen Ordner, hinterlass einfach einen netten Kommentar unter dem Video, was du als Ruheständler so alles Dätschmer machen musst. Und ja, nicht vergessen, Kanal abonnieren. Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Video, dein Autofritz. Ciao, ciao.